Willkommen zurück, liebe Freunde. Wir sind immer noch dabei, Darksiders zu spielen und ich weiß gar nicht mehr, wen müssen wir denn nochmal platt machen und was war unsere Mission? Schauen wir gerade nochmal nach. Irgendein Käfervieh. Habe ich vergessen. Egal, hier liegen tote Engel. Wir sind der Ficker der Apokalypse. Wir pflücken alle Seelen. Wir hauen sie um. Das ist mein Plan. Das werde ich tun. Wer braucht schon große Missionsbeschreibungen, wenn man einfach alles umbolzen kann? Ist ganz schlimm geworden, was? Immer dieses YouTube-Unterwerben. Ja, tut mir leid, Leute. So ist das leider. Es gibt ja auch Leute, die tatsächlich auf YouTube zuschauen. Ne? Morningo! So, Hallöchen. Guck mal hier. Geht da überhaupt lang? Jep, da geht es lang. Aber. Da hinten ist eine gottverdammte Tür. Ich komme da sicherlich nicht hin, aber. Ah ja, Seelen. Geil. Erstmal alles kaputt machen. Keinen Grund nennen, alles kaputt machen. Genau mein Ding. So. Ach, warte mal, warte mal. Ich muss den Wecker stellen, sonst vergesse ich das wieder. Guck, ich bin so ein Hirni. Hatte mir jetzt eben noch mal schön den Wecker zurechtgelegt und dann sowas. Wieder voll verpennt. So. Stehe auf dieses Zerschlagen. Ich kann nun die Keys raushauen. Das freut mich. Wenn 007 weg ist, kann ich die Keys raushauen, weil 007 gewinnt einfach alle Keys. Die Leute sind mittlerweile schon böse auf ihn. So, ein paar Seelen abgegrindet. Was ist das? Oh Gott, das ist dieses Fuzzi-Ding. Bin ich sicher, ich höre ein leichtes Geklimper. Entweder ist es der Stein oder hier unten ist irgendwo ein Artefakt. Was liegt da denn? Ernsthaft? Cola-Dosen? Geil. Tatsächlich. Dosen. Tja. Dosen, ne? Meine Freunde. Nee, dann scheint das doch nur ein Schnickschnack-Gedösel zu sein. Alter. Und jetzt gibt es sicherlich nirgendwo wieder. Ah, er kommt von alleine runter. Okay. Warum habe ich zwei davon? Klar, wenn der Rückweg irgendwann mal ansteht, aber. Ah, du hast zu spät eingestellt. Okay, die Seelen sind meine Währung. Es sieht folgendermaßen aus. Darksiders greift die komplette Mythologie, also die christliche Mythologie der Apokalypse auf. Mit den sieben Siegeln, der Reiter der Apokalypse, der Endkampf, Gottes Armee gegen die Armeen der Unterwelt, Satans, egal, alle Dämonen. So, und jetzt gibt es ja den Kampf darum. Das eine Königreich sind die Engel, also der Himmel, das eine Königreich sind die Unterwelt, die Dämonen etc. und das dritte Königreich die Menschen. Und dort wird die finale Schlacht geschlagen. Um aber Neutralität zu halten, dass diese nicht vorher eintreffen, gibt es ein Reglement des Rates, dass diese Schlacht erst eintritt, weil alle sieben Siegel gebrochen sind. Erst dann beginnt die Apokalypse. In dem Fall werden auch die vier Reiter gerufen. Das sind, wie gesagt, die vier Reiter der Apokalypse. Jetzt sieht es so aus: Diese sieben Siegel sind nicht gebrochen worden. Wir sind der einzigste Reiter der Apokalypse, der gerufen wurde. Und die Engel und Dämonen sind auf Erden und kämpfen. Die Menschen alle ausgerottet, 1000 Jahre später. Wir werden bestraft. Wir hätten angeblich das siebte Siegel geöffnet. Haben wir nicht. Und jetzt sind wir
auf der Suche nach dem Schuldigen. Das ist die Kurzfassung. Und da es keine Menschen mehr gibt, also so gar keine, 1000 Jahre später, aber sind ihre Seelen noch da. Und das ist unsere Währung. Mit diesen Seelen werden nicht nur Dämonen mächtiger, ich glaube auch Engel sogar auch, wenn ich mich nicht täusche, aber das lässt jetzt mal hingestellt sein. Mit dieser Währung können wir kaufen. Upgrades etc. pp. So. Und das möchten wir natürlich nutzen. Okay, irgendwas sagt mir dieses Rote da. Überall stecken Seelen drin. Kriege ich nicht kaputt. Ich muss das wahrscheinlich aufsprengen, ne? Und hier, wie ihr seht, haben wir Feuer. Und wenn wir Feuer haben, können wir auch... 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, jetzt habe ich 3 Feuer, aber keinen Explosionsstein. Kann ich vielleicht einfach... Ne, ich glaube nicht, dass ich das kann, aber wir probieren es mal. Ne. Habe ich mir gedacht. Ich brauche also irgendwoher... Woher kriege ich einen Explosionsstein? Kommt da noch einer? Oder bin ich zu doof? Und hier haben sie irgendwo einen versteckt. Hier haben sie schon mal was versteckt. Wie gesagt, Truhen mit diesen schwarzen Wirbel sind Bruchstücke. Bin ich sicher, glaubt das wieder... Ah, der dritte ist es erst. Sonst hätten wir wieder einen Lebensstein bekommen. Sehr schön. Kennt ihr ja von Zelda, ne? 4 Herzcontainer, Blasülz etc. Guck mal, da hinten läuft einer. So, Frage, wo kriege ich jetzt dieses blöde Ding her? Ich weiß, dass es in dem anderen Bereich der Tunnel einen gab. Aber ich gehe jetzt erstmal weiter auf die Hoffnung hin, dass wir dort auch noch irgendwann finden. Hallo! Oh. Das ist ja lieb. Zack, direkt weg. Oh, guck mal, hier gleich den Triple. Wuhu! Kriegen wir fast den kompletten Zorn wieder. Geil, oder? Da haben wir ihn, seht ihr? Den habe ich gesucht. Das hier ist so eine Art Explosionsmine. Die ist aber inaktiv, das heißt, die benötigt Feuer, um zu explodieren. Wupp. Und jetzt anvisieren, anvisieren. Und dann geht sie hoch. Bum, 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 bum. So. Haben wir den Weg frei, weil wir kommen noch nicht weiter, weil wir keinen Schlüssel haben. Und den kriegen wir höchstwahrscheinlich hier irgendwo her. Moin, Dicky. Alles fit? Oh Gott, schon wieder diese Viecher, ne? Dämonenmücken. Ihr müsst euch vorstellen, Mücken und Moskitos sind jetzt schon schlimm. Und jetzt kommen diese Drecksviecher noch aus der Hölle. Ha! Wisst ihr Bescheid, ne? So, was habe ich denn hier Tolles? Erstmal umschauen. Ich habe ein Loch. Und ich habe Mögen. Komm mal her. Das Tolle ist an diesen kleinen Viechern, die kann ich einfach direkt finishen. Irgendwas sagt mir, ich will da runter. Eine innere Stimme sagt mir, springen. Geil, oder? Okay, hier können wir nachher Wasser durchjagen. Mhm. Und das bringt mir... gar nichts. Aber hört jetzt wieder... hört es doch auch klimpern, oder? Irgendwo muss doch hier wieder was sein. Irgendwo ist wieder so ein Bruchstück. Hm. Jo, Digi, alles fit bei dir? Geht's dir gut, Junge? Ja, wir haben heute... ich hatte heute Schulung. Darum hatte ich recht viel Zeit zum Schreiben. Das war ausnahmsweise echt mal vom Vorteil. Wow. Weil ich dir das einfach nice machst, kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei. Komm, Dicky, haus raus. Als drei, kleiner als drei, kleiner als drei. Oder Hyphen, einer von euch beiden. Drei, kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei, hahaha.
Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Fred. Ich fühle mich geehrt. Mein Gott, ey. Leute, was ist los mit euch? Bin ich gar nicht gewöhnt, sowas. Ihr seid einfach zu gut zu mir. Da muss ich ja demnächst wirklich mal anfangen, vernünftig zu streamen. Ist das schlimm? Och Mann, Dankeschön. Echt? Ohne Scheiß. Ach fuck, ja, kurz hole ich das Leben raus, obwohl ich randvoll Leben bin. Jetzt bin ich schon komplett abgelenkt. Okay, hier ist das Wasser. Und wie komme ich da hinten rein? Kann ich irgendwo hochklettern? Fucking hell. So. Nicht schon wieder kleiner als drei. Ja, ich kann nichts dafür, wenn die Leute Herzchen posten. Bei Dicky ist es außerdem schlimmer als bei mir, ja? Also bitte. Ich kann nichts dafür. Was haben wir denn hier? Okay, hier ist Land. Ein Portal. Nice. Also, so ein Sprungportal. Kleiner als drei, kleiner als zwei, kleiner als zwei. Ja, da hat sich Dicky schon immer umfort die Tage. So. Oh Gott. Das ist jetzt der Bereich zum Wasser ablassen. Ernsthaft? Wo sind wir denn gelandet? Okay. Das kann ich wahrscheinlich nicht durchführen. Genau. Okay. Seht ihr? Scheiß Mücken. Muss ich mich erstmal um die ganzen Mücken kümmern hier. Die sind übrigens gut für Leben und für mich nicht sehen. Es gibt die aber auch noch mal. Komm, machen wir mal den Weg hier frei. So. Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir hier den Kram auch noch machen. Fledermäuse ist genauso. Schnelle Seelen und schnelles Leben. Sehr, sehr angenehm. Komm, da ist noch einer. Ist noch einer? Nein, wir haben alle. Gut. Und bevor wir nämlich hier alles ablassen, werden wir auf jeden Fall erstmal mal ins Wasser gehen. Aber ich will fickerhaft die Kristalle natürlich entfernen. Weil es so schön stylisch ist. Außerdem, you deserve it. Ey, Fred, ohne Scheiß, es ist nicht selbstverständlich. Ich fordere euch nie auf, eine Donation zu machen. Ich werde auch nie ein Goal reinsetzen oder sonstiges. Das ist vollkommen freiwillig von euch. Und umso schöner finde ich, wenn ihr es tut. Echt, ohne Scheiß. Das ist für mich einfach, wo ich sage, ey, wow, vielen herzlichen Dank. Das ist ja ein riesen Dankeschön von euch. So sehe ich das. Gerade, wie gesagt, weil ich es nicht einfordere oder ein Goal reinsetze oder sonstiges. Das ist einfach die Möglichkeit, wenn ihr sagt, boah, ich habe Bock dran, entweder wahrscheinlich mich zu erschrecken, weil es so laut ist, oder weiß der Geier was, ihr findet es so toll, was ich mache, dann ist es eine Riesenmöglichkeit. Und wie gesagt, ach, ich sitze schon wieder nur Scheiße. Dankeschön. Echt. Ich bin bei sowas immer gerührt, ey. Immer ganz kacke. Ich hasse es, wenn man mich in Verlegenheit bringt. So. You're making me blush. Der Dicky bekommt das schon genug. Ja, es ist ja auch nicht schlimm. Der Dicky macht ja auch einen guten Stream, ne? Muss man nicht mehr lassen. Und er hat natürlich seine Karte, wenn ich das jetzt sage, doof gut gespielt. Klingt doof, aber ne, er hat zum passenden Zeitpunkt das Pro genutzt, wo er seinen Status hat. Das will ich damit sagen. So. Okay. Wie komme ich da hin? Muss ich ein paar Bälle mehr werfen?
Das ist echt super nett von dir, Fred, echt. Ohne Scheiß. Wie gesagt, ich fühle mich echt schon geehrt, ne? Bin es so nicht gewohnt. Und wie gesagt, bei mir ist es wirklich echt komplett freiwillig. Ich könnte den ganzen Scheiß hier auch haben für lau. Ich mache das wirklich, weil es mir Spaß macht. Und weil ihr es halt irgendwo verdient. Also, ne? Wenn ich meine, ohne euch wäre das hier auch nicht möglich. Fuck you, ich will da ran, ey. Toll, jetzt ist an die Luft gegangen. Und ich hab's verfehlt, oder was? No, seriously? Wie komme ich da oben hin? Ich will da rauf. Ah. Mother Trucker. Wie Bumbi sagen würde. Ja, manchmal muss man sein Hirn auch einfach nur anstrengen. Dann geht das auch von alleine. Ja, war zeitlich gut geplant, auf jeden Fall. Das stimmt, ey. Das Schlimme ist auch beim Tippi-Stream, es kommt ja erst dieses, bevor der Sound losgeht, dieses Rip! Und dann stehst du halt so, wow, weil es einfach aus nichts kommt. Hallo? So, und das Ganze kommt jetzt hier hin. Jetzt komme ich mich dann auch daran. An das Bombardobo-Bällchen. So. Sayonara. Seht ihr? Geht doch. Aber irgendwie musste ich hier oben hin. Ich konnte es ja nicht wegsprengen. Also muss ich es rein machen. Sagen wir mal geplant. So, ich hoffe, die ganze Decke bricht jetzt ein, dass ich da an die Kiste rankomme. Jep. Genau das ist geschehen. Ha, sehr gut. So, hier haben wir alles abgegrindet. Gibt es hier irgendwie noch was Verstecktes? Ne, ich glaube nicht. Dann... Möge die Kiste unser sein. Wahrscheinlich... Oh, ein Schlüssel. Okay, Karte habe ich jetzt gedacht. So, jetzt haben wir hier auch Wasser. Und wenn ich mich recht entsinne... War hier doch auch irgendwo ein Zugangsweg, oder? Nee? Doch da. Aber ich kam nicht weiter, weil ich keinen Schlüssel hatte, ne? Irgendwas war doch das Problem. Genau, ich will hier das Wasser haben. Da unten drunter. Und die Frage lautete, warum kriege ich kein Wasser hin? Und das Wasser habe ich jetzt. Ach, guck mal, hier oben. Sieht, ich habe doch gesagt, es klimpert. Ich wusste es. Das Dreckspiel. Ist ein Meisterartefakt. Wow, ich freue mich schon drauf, wenn wir nächste Runde shoppen können. Das gibt wieder ein paar neue Moves. Hm, weiß ich. Ach, du schreibst gar nicht zu viel. Im Gegenteil, du schreibst recht wenig. Außerdem freue ich mich ganz ehrlich, dass ihr da seid. Und vor allem sind wir ja mittlerweile echt auch schon auf verschiedenen Plattformen. Ne? Wir haben mittlerweile Twitch, Hitbox und YouTube. Umso schöner. Echt, ohne Scheiß. So habe ich auf jeder Plattform ein bisschen was. Das freut mich. Dass ihr da schön seid und so. Das ist alles gut. Bin sehr happy, dass ihr da seid. Sagen wir es mal so. Ich schleim schon wieder, ne? Schlimm. So. Wir haben den Schlüssel. Zurück zur Lücke. Zuckerfee, alles easy. Ich ignoriere sowieso den Chat, richtig, es ist scheißegal, wo er kommt. Ich ignoriere den Chat auf Hitbox, auf YouTube und auf Twitch. Das ist egal. Ich ignoriere aber alle. Scheiß Dämonenmücken, ey. Ja. So, und hier so? So, ich kam hier nicht lang. Basti! Der liest hier noch eh kaum. Pff. Chat. Wir brauchen Chat. Toch 007. Haben wir alles? Ich glaube, wir haben alles, ne? Wo wollen wir wieder, ne? Was geht? Ja, 007, während du auf K warst, haben wir die Keys verlost. Wow. Ach.
Hat aber jemand einen gesunden Eisenmangel? Ein bisschen mehr Spinat klingt falsch, aber ist ja auch eine Lüge, ne? Guck mal, was ist das denn hier? Warum ist der Raum hier? Warum liegt in der Ecke Stroh? Ne, naja, nicht ganz, aber... Okay, hier ist nichts, da ist nichts. Toll, da komme ich auch nicht rauf. Und bei meinem Glück werde ich hier direkt angegriffen. Nö. Okay. Also in Japan wäre er ein Riesenheld. Definitiv ein ganz, ganz großer Kinostar. In diversen Bereichen. Wow. Facehugger 2.0, ey. Alter Vater, ey. Aber nicht schlimm. Papa hat ja was gegen seinen gesunden Eisenmangel. Oi, oi, Londron. Holy feet! Hallo, Razor! Wow. Junge, also wir müssen dringend was gegen... Oh, guck mal. Was sagt mein Leben denn? Ich bin voll, ich brauch's immer noch nicht. Zu viele Mücken. Zu viele Worte, alles tot geredet. Nee, ist klar. Ja, ein paar Autos. Ja, warum nicht? Mach doch... Ey, zwei, komm, jetzt ganz ehrlich. Mach doch vier davon. Vergiss es. Ich muss ja mal einen reinnehmen. Ach, wisst ihr was? Leck mich. Wenn ich schon Ficker sein kann, dann mach ich's richtig. Ja, nee, direkt verbraucht. Ja, genau, schick mehr. Scheißegal. Ich bin nicht sicher, ob ich das hier in der Ecke so gut finde. Wow. Langweilig wird mir hier auf jeden Fall nicht. Woohoo! Sorry, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Das ist doch ein bisschen mehr als erwartet. So. Mutti geht erstmal in Rauchen, ja? Dann hau rein. Hey Razor, du Rumtreiber. Jo. Razor, geht's dir gut? Rums. Der Papa braucht noch ein paar neue Autos. So, wie haben wir uns denn hier geschlagen? Gab's was Tolles? Nee, nur ein Area Room. Okay. Haben einen. Oh, was? Zwei Balken verloren. So. Okay. Was haben wir denn so im Angebot? Warum sind wir hier? Nee, jetzt mal ehrlich. Also hier komme ich... Ach, ich schaue da oben auf die Richtung.
Was war denn da eben? Da war doch noch ein Bereich. Wollt ihr mich verarschen? Ah, da. Guck. Wollte gerade sagen. Oder kommen wir da her? Nee, oder? Da kommen wir nicht her. Das ist neu. Hier waren wir nicht. ich sehe es schon. Da oben. Neuer. Widerlicher Creeper. Hätte mich das Game fast getrollt, ne? Oh, geil. Jawohl. Und? Vorratsucher. Alle Truhen. Nice. Also, da haben wir eine Truhe. Oh, guck mal, wie viel wir noch haben. Habe ich hier oben alles? Ja. Okay. Da habe ich eine Truhe liegen lassen. Zwei Truhen habe ich liegen lassen. Oh mein Gott, da müssen wir nachher noch zurück, Leute. Ich kann nicht zwei Truhen liegen lassen. Obwohl, das waren vielleicht die Hellstruhen. Guck mal, guck dir die an und guck dir die an. Das waren höchstwahrscheinlich die Hellstruhen. Ja. Truhen. True, true. So, und die eine ist ja relativ klar. So, gib mal Papa hier das Ding wieder. Ja, dann kommt er gleich wieder rausgekrochen. Seht ihr es? Hässlich. 11 Viewers, aber nur 7 Namen im Chat. 18 Viewers habe ich sogar insgesamt. Wenn man das mal ansieht. Ich weiß noch nicht, wo die herkommen, aber ich freue mich umso mehr. Ne? Ich habe drüben auf Twitch und YouTube noch welche. Also Restream sagt mir, wir haben 18 Leute. Echt? Vielen lieben Dank. Warum er herkommt, könnt ihr mal Hallo sagen. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, dass ihr euch auf den Plattformen natürlich auch anmelden könnt. Ihr habt die freie Auswahl. Twitch, Hitbox oder YouTube. Könnt ihr auf jeden Fall auf einen dieser drei Plattformen zuschauen. So, wo sind wir denn da? Ich befürchte, wir kommen da sowieso dahin. Oder ist jetzt hier schon unter Wasser Los Finito? Irgendwas sagt mir, ich will da doch hoch. Vielleicht sind die vier durch den Host. Ja, das kann sein. Ach, okay, ich bin auf der Hitbox-Front. Das weiß ich nicht. Könnt mal einer gerade nachschauen. Alter, du Olle, ne? Dich habe ich eben ja schon zweimal gefressen. Oh, weg hier. Nein. Alter, die Olle ist aber auch verfickt. Scheiße, ist das ein Mördergerät, ey. Nein, nein, nein. Fuck you. So. Die frittiere ich jetzt am... Gott, hat mich das Leben gekostet. Unnützigerweise. Ja, kann man einer nachschauen, ob ich auf der Front bin? Das wäre natürlich eine nice Info. So. Das ist... Oh Gott. Ja, komm. Also du bist ja jetzt... Geh mal zurück zu den anderen Spielen. Hallo. Bisschen Zorn rauslutschen. Zorn. So. Ja, weil wir dir voll und du hampeln. Ach, deshalb ist man automatisch auf der Frontpage. Das ist ja nice. Okay, ich habe jetzt eine Schleuse aufgemacht. Gut. Ich habe auf der Front nichts gesehen. Ah. Okay. Ja, das ist sehr nett von euch. Vielen lieben Dank. Meine lieben Zuschauer. Wie Sie sehen, sehen Sie gar nichts. Aber wir stehen ganz vorne damit. Und unter Wasser. So. Ich frage mich jetzt mal ganz ehrlich, ne? Es sind 1000 Jahre vergangen. Sind das Korallen? Und falls ja, wo kommen sie her? Die Menschheit ist weg. Wer hat Korallen in die Kanalisation gebracht? Also,
als man eingeloggt. Siehst du? Dankeschön. Hallo. So. Nur noch 7. Haut auch wieder direkt GTA 5 rein. So, wir nähern uns dieser... Oh, ich sehe einen Zornkern. Hässlichen Spinnmutter. Ich muss hier ernsthaft runter, ne? Ich sehe auch keine andere Möglichkeit da irgendwie... Nee, so gar nicht. Ich würde gerne, aber... Guck mal, da oben. Da wäre eine Möglichkeit, wenn das Ding unter Wasser wäre. Na, komm her, komm her. Komm her. Juhu! Nein, stell dich mal nicht so an, ey. Ey, wie lange brauchen die kaputt gehen? Geh doch. Ich müsste einmal hier fluten. Das sieht sehr flutbar aus. Zumindest suggeriert mir das Spiel, dahinter befindet sich Wasser. Wie lange streame ich noch? Ja, bis 10, ne? Wie immer. 4 Stunden mache ich Dienstag und Mittwoch. Guck mal hier. So. Toll. Und wie Sie sehen, ist hier nichts. Doch. Ups. Wie Sie sehen, ist da ein Loch. Entschuldigung. Hab nichts gesagt. Ein großes Loch. Okay, wir müssen über mehrere Ebenen anscheinend Wasserstände auffüllen. Wenn ich mir das hier so anschaue. Aha, ja, Titanfall Multiplayer, oh ja. Da ist sogar Bumbi richtig gut drin. Scheiß die Wand an. Da kann der Bumbi richtig was reißen, der Titanfall. Ich war selber erstaunt, wie gut der Junge da ist. So, könnte ich jetzt mal bitte wieder... Ah, Wasser. Sehr schön. So, und nun kommen wir da auch hin. Hoffe ich. Ja, genau. Bevor wir jetzt die Truhe knacken, ne? Machen wir erstmal hier eine ganze Käferparty. Weil solange die Truhe nicht schwarz blinkt... So, Käferparty! Mücken auf Doom! So, komm, komm! So, ich glaube, wir haben alle. Ne, ist nicht schwarz. Schade. Nun gut. Titanfall 2? 20 GB ist der Client. Also ohne Scheiß Uplay, ne? Das ist so das Einzige, was mich hindert, vernünftig Ubisoft-Spiele zu spielen, weil ich den Uplay-Starter so überhaupt super hyper AIDS Ebola finde. Irgendwie gar nicht. Ebola, AIDS, Krebs, super hyper Dimension Shift. Scheiß. Ihr wisst, was ich meine. Oh, wir haben eine Strömung. Lassen wir uns treiben. Wo bin ich? Wo bin ich? Oh Gott. Wir sind da. Was sagt die Uhr? Kriege ich den Kampf noch hin auf der Folge? 12 Minuten. Da muss ich mich jetzt aber auch anstrengen, ne? Genau. Hier. Aber die hat jetzt so ein Eisding vom Bauch. Das kann ich jetzt kaputt machen. Ich weiß nicht, was die Olle jetzt macht, aber ich hau jetzt einfach hier alles kurz und klein.
Okay, der Stein ist anscheinend, wenn er erhitzt ist, nicht breakbar. Ja, mach du mal. Mach erstmal gleich den Einstein Toast. Der eine muss sich abkühlen. Schön hier, ne? Also ich weiß nicht, was das für Kristalle sind, aber Eis ist es auf keinen Fall. Alter, die mein Joypad einfach mal. Ich und mein Stein, ich und mein Stein. Steini, Dämonstein, Stein. So. Jetzt muss ich hier ausharren. Irgendwie war mir das klar, dass die Olle das macht. Aber wir haben ja einen Kern freigelegt. Nee, ist klar. Erstmal ordentlich einen abseilen. Oh, gratis Leben. Das ist aber äußerst freundlich. Ja, nee, ist klar. Wir schnappen uns erstmal ein paar Mücken. Ich hoffe, Madame hat nicht vor, jetzt einen Laser abzuschießen. Das wäre äußerst unpassend. Komm her. Irgendwas sagt mir doch, das wird sie gleich tun. Oh, ernsthaft? Ich finde das, was du da tust, nicht gut. Nein, ich finde das überhaupt nicht gut. Könnte ich bitte der Mama nochmal wehtun? Boah, ernsthaft? So. Das sieht doch gut aus. Ja. Das habe ich schon kapiert, dass du mich nicht besonders lieb hast. Puh. Ja, tut mir leid, Leute. Ich bin gerade etwas dezent. Ihr seht's ja. Also nicht wundern, wenn ich euch leider gerade nicht ganz so viel Aufmerksamkeit widmen kann, wie ihr es wahrscheinlich verdient habt. Aber die Big Mama hier ist jetzt nicht sehr nett zu mir. Ihr seht, sie hat fiesen gelben Mundgeruch. Und wie ihr alle wisst, dieser dämonischer gelber Mundgeruch ist nicht gut für die Umgebung. Und dann hat sie noch ein kaputtes Ei. Kein Wunder, dass die Frau komplett aggro ist. So. Guck mal. Möchtest du dich nochmal hinlegen? Nein? Nein, nee. Jetzt kommt der Scheiß schon wieder, ne? Bleib mal schön mit deinen scheiß Steinchen, wo du hingehörst. Nur schön in Bewegung bleiben. Oh, dann macht er noch mehr. So, guck mal hier.
Ja. Hier. Zeh gebrochen. Leg dich mal wieder hin. Genau das. Könnte man wieder ein paar Mücken verschießen. Ja, ruf mal ein paar Mücken. Ich wette, das Spiel muss ich so 3-mal oder 5-mal machen. Ja, komm, ruf Mücken. Wieso hänge ich hier fest? Leben! Komm mal her hier. So, lassen wir es regnen, regnen, regnen. Mutti, könntest du noch mal eine Runde warten? Ich muss hier ein bisschen Leben aufsammeln. Ich habe es nicht ganz so leicht mit deinen Kinderchen. Aber ich finde es gut, dass du selber die Dinger frittierst. So. Jetzt tut sie nicht hinfallen, sondern fängt wieder an, mit Steins um sich zu schmeißen. Ne? Richtig? Ja, genau. Nach links, nach rechts. Ist so cool, weil sie ein Bein in den Boden reinrammt und dann den ganzen Körper in die Richtung bewegt. Damit die Dinger runterfallen. Müsst ihr mal drauf achten. Seht ihr es? So, das muss es jetzt aber gewesen sein, ne? Ja, das war's. Okay. Laser, alles klar. Und nochmal aufs Beinchen und nach vorne. Nee, sie weigert sich noch. Schön langsam, mit Genuss. Läuft. Wir gehen sicher. Ja. Alles klar. Die tut jetzt schlafen. Geil, oder? Wir sind schon. Wir sind's einfach. Lebensstein. Diese Magensteine erstützt. Kriegst maximale Gesundheit. Maximale Realität. Das Herz der Auserwählten haben wir auch zusammen. Wir müssen zusammen bringen. Gutes Ende für die Folge. Ja, denke ich auch. Zwei erledigt, zwei übrig. Vielleicht schaffst du es ja tatsächlich zum Turm. Boah. Dann fängt der richtige Spaß erst an. Und jetzt lasst uns das Ding zusammen bringen. Alles klar, wir bringen das Ding zusammen, Leute. Oh, mein Handy hat noch nicht gepiept, ne? Es könnte sein, dass ich habe noch 2-3 Minuten. Wollen wir nicht mal... 2 Minuten! Hey, wir können noch weiterspielen. Habe ich hier alles? Ist noch irgendwas? Oh, es ist unwahrscheinlich, aber... Oh, war ein guter Tod. Geh mal auf... Hör auf zu lügen, du spielst GTA 007. Oh, wir können den Hammer jetzt werfen. So mächtig sind wir. Klopfen können, aber ich schätze, das ist nicht deine Art, oder? Warum bist du hier? Dumme Frage, denn du bist der, der in mein Haus eingedrungen ist. Du warst nicht immer der schwarze Hammer. Du hast dich ins Exil zurückgezogen, ein Eremit zwischen Grabsteinen. Warum? Welche Rolle hast du bei all dem gespielt, Ultan? Reiter! Ich habe etwas für dich. Ein gutes Stück Arbeit, aber ein bisschen zu niedlich für mich. Passt besser zu dir. Eine Knarre. Du hast meine Frage nicht beantwortet, Alter. Vielleicht mag ich ja die Umgebung, na und? Du wolltest meine Hilfe und ich habe sie dir gewährt. Wenn du weiterhin so undankbar bist, werde ich irgendwann sauer.
Sehe ich aus, als hätte ich Angst vor dem Tod, Junge? Es ist nicht der Tod, den du fürchten solltest. Es ist Krieg. Scheiß die Wand an! Gnade, eine wunderschön gearbeitete Pistole, die Feinde mit einem unendlichen Vorrat an übernatürlicher Munition dezimiert. Drücken Sie Right Trigger zum Abfeuern. Holy fuck, wo ist die Olle drauf? Bin ich doof? Ich muss sie zuweisen, ne? Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Ich denke gerade so, hä? Wo ist sie denn? Wuhu! So, Digga, hin. Wir haben hier die Knarre. Hauptsache, wir zücken das Stück nochmal. So. Hier machen wir Schluss für die Episode. Ich bedanke mich herzlich beim Zuschauen. Seht ihr? Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's weiter. Für die im Livestream direkt. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Bis zur nächsten Folge. Lasst mir irgendeine Reaktion da. Daumen nach oben, Daumen nach unten. Kommentar, Abo, weiß der Geier was. Oder noch besser, sagt euren Freunden, dass ihr den Scheiß hier geil findet. Ich freue mich über jeden von euch. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Bis. Tschüss.